Und hier ist unser gedeckter Tisch. Wir haben es Heiligabend. Und zwar haben wir jetzt hier Salat, Champignons. Hier hat meine Mama Artischocken frittiert. Hier haben wir Lachs. Hier haben wir noch einen Antipasti-Teller. Ganz wichtig sind diese Peperonis hier. Das ist eine Tradition. Und zwar sind die gefüllt. Frische Mozzarella, Oliven, getrocknete Tomaten, selbstgemachte Zucchini von meiner Mama. Fenchel natürlich darf auch nicht fehlen. Das hat meine Mama auch noch vorbereitet. Und zwar sind das Paprika mit Olivenöl, Knoblauch, Petersilie, auch total lecker. Und hier haben wir Bacala. Das ist auch eine Tradition. Und zwar ist das Stockfisch. Ganz wichtig, darf an Heiligabend nicht fehlen. Und ja, der Fisch, der kommt jetzt dann auch gleich. Jetzt essen wir aber erstmal die Vorspeise. Okay, kleiner Fehler von mir. Wir essen jetzt doch nicht erst Vorspeise. Die Kinder bekommen schon mal ihre Nudeln, weil die das meiste davon nicht essen. Deshalb bekommen die Kinder Nudeln, wie gesagt. Und da hinten haben wir auch noch Fisch. So sieht das Ganze aus. Scampi. Scampi mit Tomatensauce. Und da sind noch Spaghetti. Die nächsten Teller kommen jetzt. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Tisch. Lasagne. Oh, erster Weihnachtsfeiertag. Hier ist schon Mods was los. Der Max muss natürlich wieder alles festhalten hier. Vorspeisenteller sind ganz viele da. Ravioli, selbstgemachte von meiner Mama für die Vegetarier unter uns. Lasagne, ganz klassisch am ersten Weihnachtsfeiertag. Frischer Salat. Da sind noch Ravioli und wie gesagt, ganz, ganz viel zu essen und wir starten jetzt, würde ich sagen. Heute ist Santo Stefano, der 26. Ich zeige euch, was wir heute essen. Das ist Blumenkohl aus dem Garten von meinem Papa. Da hat die Mama Salat gemacht. Hier ist Ricotta, frittiert. Dann haben wir noch Spaghetti, Lasagne. Hier haben wir noch den Vorspeisenteller. Und hier noch Ricotta, Käse und Linsensuppe kommt gleich noch. Ja, und frischer Fenchel. Genau, so sieht es jetzt hier aus. Und auf die Spaghetti kommt natürlich noch frischer Parmesan. Und hier sind auch die gefüllten Peperoni. Ja, die lassen wir uns jetzt auch noch schmecken. So, da ist ja die Linsensuppe. Buon appetito. Okay. Vorspeisenteller sind jetzt gemischt mit Hauptgericht. Die Kinder bekommen aber nur Fleisch. Also das heißt, heute gibt es keine Nudeln. Das ist Hähnchenbrustfilet paniert, hat die Oma gemacht. Hier sind noch unsere Vorspeisen. Mein Cousin guckt schon ganz komisch, aber okay. Und hier ist der Teller für die Vegetarier unter uns. Und zwar Brokkoli vom Opa aus dem Garten mit hausgemachten Nudeln. Non dire le parolacce. Okay, so sieht es aus und wir lassen es uns jetzt schmecken. Und jetzt gibt es Nachtisch. Lecker Panettone. Und die hat ja meine Mama vorbereitet. Marco, come che si chiamano questi? Hallo. Ciao. Canzoncelli. Canzoncelli. Okay, und Panettone. Panettone ist ganz wichtig in Italien. Ich habe den hier gekauft. Normalerweise isst man den ja mit diesen trockenen Früchten. Okay, mein Cousin ist ein bisschen laut. Jedenfalls essen wir jetzt den mit Schokolade. Lecker. Neuer Tag, neues Glück. Es werden noch ein paar Reste gegessen. Die Linsensuppe ist noch da. Da hinten haben wir noch die Ravioli. Leckerer Blumenkohlsalat. Grüße, die Papa. Das ist aus dem Garten vom Papa, also von meinem Papa. Und hier sind noch die Kinderteller und ein Handy auf dem Tisch. Und der Luki hat sich noch Parmesan extra geholt. Jawohl, der Luki liebt Parmesan. Okay, also, buon appetito. Buon appetito. Tempo ci vuole, io sto facendo. Svelte, svelte. So, und jetzt kommen sie ins Wasser. 4 bis 5 Minuten. Okay, Leute, ich zeige euch wieder, was wir heute essen. Frisch gemachte Ravioli von meiner Mama und meinem Papa mit Ricotta. Hier ist wieder Blumenkohlsalat aus dem Garten vom
Opa. Wir sagen ja immer Opa und Oma, ne? Also von meinen Eltern. Hier sind noch Ravioli. Hier ist noch Salat. Und die Kinder bekommen Spaghetti mit der Tomatensauce von der Oma. Ja, die mögen nämlich keine Ravioli. Okay, buon appetito. Ein Nachtisch. Und zwar Panzerotto di Ricotta. Hier ist schon die Ricotta. Und jetzt bringt mir meine Mama das bei. Das möchte ich nämlich auch mal nachmachen. Es scheint ganz einfach zu sein. Wir machen das jetzt mal zusammen. Lecker. Wir schneiden ihn dann mal an. Für euch. Und so sieht es jetzt aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Lecker.